hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Knips TV. Mein Name ist Nico und ich hatte euch jetzt ja vor kurzem schon mal meine GameCube-Sammlung vorgestellt. Und dachte ich, komm, mache ich gleich weiter und zeige euch meine Nintendo Wii-Spiele, die ich jetzt hier so habe. Es hat jetzt im Laufe der letzten Monate und Jahre, kann man ja auch schon sagen, die Wii gibt es ja auch schon ein bisschen länger, hat das immer sich ein bisschen geändert. Teilweise ist was rausgegangen aus meiner Sammlung, oft kam auch was Neues dazu, hat ein bisschen variiert und ich habe halt teilweise auch immer mal wieder was verkauft. Ne? Aber das, was ich euch jetzt zeige, ist der aktuelle Stand, der Einzug gehalten hat in meine Sammlung. Kann sich natürlich in Zukunft immer noch mal ändern. Und ich bin natürlich immer auf der Jagd noch nach neuen Sachen. Da fehlen ja noch einige coole Titel. Aber die folgenden Spiele, die ich jetzt da habe, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß mit dem Video. So, heute gibt es mal wieder einen Tee hier, so wie letztes Mal. Ah, schöner schwarzer Tee mit Zitrone. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Wie viele Titel haben wir hier? Ich habe jetzt gar nicht vorher gezählt. Ich schaue mal gerade. 35 Wii-Titel sind es aktuell. Ja, da geht wohl noch einiges, ne? So, fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier Need for Speed Pro Street. Ja, habe ich noch nie gespielt auf der Wii. Ich weiß gar nicht, ist das dann auch hier mit dieser Motion-Steuerung oder ist das auch mit einem ganz normalen Controller? Das ist wahrscheinlich auch so mit diesem Wii Remote und der Nunchuck, ne? Ja, ein bisschen schwierig dann wahrscheinlich zu steuern. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber glaube, werde ich auch nie machen. Ja. Ist immer ein bisschen schwierig. Dann haben wir etwas, das... Achso, das hatte ich euch ja schon im Pickup gezeigt, ne? Genau. Die Hüter des Lichts. Ja. Hatte ich ja auch schon mal kurz... Ein Pickup gezeigt, genau. Richtig, jawohl. Ist noch gar nicht so lange jetzt da. Wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken, das Spiel hier. Habe ich bisher noch nicht. Sieht aber ganz interessant aus. Den Film dazu habe ich nie geguckt. Müsste ich vielleicht auch mal nachholen. Ist jetzt aber auch nichts unbedingt, was mich interessiert. Dann haben wir hier was Schönes und zwar The Legend of Zelda Skyward Sword. Hier sogar mit dieser Orchestra-CD. Special Orchestra-CD, die hier reingehört. Der goldenen. Sieht richtig schick aus, wie ich finde. Richtig edel, diese Disc. Ja. Ja. Wunderbar. Jetzt auch komplett. Ein super Zustand. Ist ja auch schon was mehr wert. Ne? Gerade wenn diese Special-CD dabei ist. Super cool. Ja. Habe ich mir jetzt eigentlich nur in die Sammlung gestellt aus dem Grund, dass es halt komplett ist mit dieser Special-Orchestra-CD. Ne? Gespielt habe ich es nicht. Muss ich eigentlich auch nicht unbedingt, weil, wie ich ja schon ab und zu mal erwähnt habe, bin ich jetzt gar nicht so der Zelda-Fan. Mag aber auch daran liegen, dass ich halt noch nie wirklich einen Teil gespielt habe. Ne? Vielleicht haut es mich ja total um, wenn ich mal einen Teil auch mal vernünftig anfangen würde. Kann ja sein. Aber das ist halt damals Nintendo 64 und so, die ganzen Spiele mit Zelda, also mit Link, sind halt, sag ich mal so, total an mir vorbeigegangen. Deswegen hat mich das jetzt... bis heute auch irgendwie nie so gecatcht, da mal reinzugucken. Ne? Ja, weiß ich nicht. So ist das halt. Ne? So, dann haben wir hier ja so ein kleines Gesellschaftsspielchen. Und zwar Trivial Pursuit. Wetten und Gewinnen. Ja. Ja, kann man sich halt mal schön mit seinen Kumpels hier oder mit der Familie... Ja, mal einen gemütlichen Abend machen mit so einem Spielchen hier. Auch absolut tadelloser, neuwertiger Zustand. Ja. Dann hier etwas, was ich für die... Nee, doch, das war auf der Wii. Ich wollte gerade sagen, das Spiel gibt es ja auch für andere Konsolen. Ich glaube für Xbox 360. Ich komme da mal durcheinander. Ich glaube für Xbox 360 war es, ne? Ich wollte gerade sagen... doch, das Spiel hatte ich damals auch. Das war es mein erstes? Entweder das oder Mario Party 8. Nee, ich weiß, wie es war. Genau, ich hatte mir eine Wii-Konsole gekauft. Da war schon Mario Party 8 dabei. Genau. Und dann habe ich mir dieses Spiel danach nochmal einzeln gekauft, neu. Das war bei uns im Rewe um die Ecke. Da gab es so eine Spielepyramide. Da war dieses Spiel dabei. Genau, da war also das hier. Also nicht original das hatte ich damals schon wieder verkauft, aber das habe ich jetzt wiederbekommen durch einen Bundle-Einkauf. Auf jeden Fall war dieses Spiel hier mein allererstes, was ich mir selbst gekauft hatte damals für die Wii. Ja,
Hat mir aufgrund der Steuerung leider nicht so viel Spaß gemacht damals, weil es mir echt zu anstrengend war, ne? Mit dieser Nunchuck- und Bewegungssteuerung dann. Ist schwierig. Da muss man sich wirklich schon sehr viel konzentrieren. Man kann man sich da nicht einfach so zurücklehnen und einfach zocken, sondern muss man wirklich schon da stramm sitzen. Ne? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, ist halt schwierig. Ne? Hier in so einer Schutzfolie. Ja. Dann haben wir hier Gormiti, die Herrscher der Natur. Ist ja, glaube ich, irgendwie so eine alte Serie von früher. So eine Comedy, sage ich. So eine Zeichentrickserie, ne? Von früher. Irgendwie aus den 90ern oder so, kann das sein? Bin ich mir nicht ganz sicher. Habe ich nie irgendwo mitbekommen, also nie davon irgendwas gesehen oder so. Ich weiß nur, dass es davon so Merchandise, also Spielzeug gab auch. Das weiß ich aus der Zeit, von wo ich noch bei Toys R Us gearbeitet habe. Da gab es das. Aber was es jetzt genau mit diesem Spiel auf sich hat, kann ich gar nicht sagen. Oder irgendwie, ob das was mit der Serie auf sich hat, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich hier das Spiel. Gespielt habe ich es noch nicht. Werde ich aber mal machen. Dann haben wir hier, ja, Raving Rabbits. Den hatte ich mir auch damals mal gebraucht gekauft. Ja, war eigentlich ganz witzig. Ja, war so ein Fun Game für zwischendurch mit so Minispielen. Ja, auch komplett hier. Ne, mit den Häschen hier von Rayman. Dann hier auch der zweite Teil, Rayman Raving Rabbits 2. Den habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, war halt irgendwo im Bundle mit dabei. Ne? Aber warum nicht? Da von diesen Rayman Raving Rabbits Spielen gibt es ja so viele verschiedene. Ne? Da gibt es ja irgendwie 5, 6 verschiedene Teile. Wahnsinn. Habe ich tatsächlich nur den ersten davon gespielt. Die auch komplett, wunderbar. Ja, sind schon lustige kleine Viecher, ne? Kleine Häschen da. Ja. So, dann haben wir hier, ja, schön Klassiker schon bald. Wii Play einfach, ne? Minispiele-Sammlung, auch ganz witzig. Gibt es das ein oder andere ganz witzige Spiel? Also für zwischendurch mal, komm. Och, boah, ein bisschen was zocken hier, ein bisschen auf lustig, ne? Dann kann man mal sowas vielleicht spielen. Auch hier tadelloser Zustand. Ja, wenn man nichts... Wenn man keinen Bock hat, sich jetzt irgendwie da dermaßen anzustrengen da und irgendwas mit Story zu zocken, dann legt man mal sowas ein, ne? Dann haben wir auch was Schönes, Wii Sports Resort. Tatsächlich habe ich diesen Teil noch nicht gespielt, den ich halt viel gespielt habe, war der erste Wii Sports einfach, ne? Diesen hier noch nie, tatsächlich. Weil lohnt sich das? Sind da wirklich so viele coole... Gut, hier sind deutlich mehr Spiele drauf noch, ne? Oh, hier gibt es auch Bowling. Vielleicht wurde das ja verbessert. Hätte man hier auch mal spielen können. Bowling haben wir damals nämlich immer gerne gespielt. Hier bei Wii Sports. Und das war ganz cool. Hatte man am nächsten Tag sogar Muskelkater in der Arme. Das war schon irre. Ja. Ja. Wii Sports Resort. So, dann haben wir hier was Schönes. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ist wahrscheinlich auch mit dieser Bewegungssteuerung, was mich dann auch wieder so anstrengen wird wahrscheinlich. Und zwar The Conduit. Na? Auch ganz cool, halt so ein Shooter irgendwie, ne? Ja, von Sega sehe ich hier gerade. Geil. Auch hier wunderbarer Zustand. Dann haben wir natürlich auch den zweiten Teil, Conduit 2. Sieht tatsächlich noch mal eine Nummer geiler aus von den Screenshots hier. Ja. Hier mit so Laserwaffen oder was das ist. Also sieht schon knackig aus, auf jeden Fall. Mhm. Hier fehlt es diese Hauptanleitung, aber ist auch nicht so tragisch. Das stört mich da jetzt nicht weiter. Dann haben wir hier auch was. Ich habe ja eben noch mal ein bisschen Preise recherchiert. Teilweise, also nicht bei allem, aber das hier zum Beispiel ist relativ selten. Also wird noch bei eBay angeboten, nur von 2, 3 Leuten. Aber schon gute Preise hat das schon wieder erreicht. Hier, Muramasa, The Demon Blade. Ja, habe ich noch nicht gespielt, aber werde ich wohl die nächsten Tage, weil das echt interessant aussieht. Ja.
Sehr, habe ich auch direkt eine Schutzfolie gepackt hier, eben, als ich dann den Preis gesehen hatte und gesehen habe, dass mein Exemplar hier im absoluten Top-Zustand ist, dachte ich mir, komm, dann packe ich erstmal eine Schutzfolie. Ja, also auf jeden Fall über 100 Euro teilweise wird das jetzt angeboten. Verkauft wurde es in der Vergangenheit für, weiß ich nicht, 60 oder so, aber momentan angeboten wird es für über 100, ja. Sieht wirklich interessant aus. Ziehe dein Schwert und erfülle dein Schicksal. Ja. Okay. Wie so ein, ja, wie sagt man, so ein Side-Scrolling Spiel hier. Ich weiß nicht, genau, hier steht auch noch seitlich rollend, ganz wie die alten Klassiker. Ja, so Side-Scrolling. 2D-Action-Adventure sozusagen, ne? Ja. Warum nicht? Geil. Dann haben wir hier Metroid Other M. Auch in einem Top-Zustand. Ja, Metroid, geil. Geht immer. Finde ich, macht auch Laune. Dann haben wir auch was Wunderschönes. Da bin ich ja eben gleich eben fast vom Glauben abgefallen, als ich nochmal die Preise recherchiert habe. Und zwar Metroid Prime Trilogy. Hier ist sie tatsächlich. Leider von so einem, ja, Aufkleber. Ich hatte das mal irgendwann versucht abzumachen. Hat es ein bisschen von dem Schuber hier die Farbe mit abgeblättert. Und ist halt leicht so eine Delle jetzt drin. Ansonsten wäre das wirklich ein Top-Zustand. Schade. Aber hier gehen sind die Preise auch abnormal hoch. Also um die 200 bis 300 Euro bald schon. Also ja, um die 200 Euro, sagen wir mal so. Aber wenn man mal wirklich sieht, wie das hier, wie das in unterm Schuber aussieht. Absolut neuwertiger Zustand. Das hatte ich mal aus dem Bundle irgendwann gekauft. Auch hier alles tippitoppi. Ja. Die Disc ist auch neuwertig. Hatte ich vorhin schon mal geguckt. Absolut kratzerfrei. Wie gesagt, hatte ich mal irgendwann das ein paar Spiele hier aus so einem Bundle gekauft. Also wirklich aus so einer Spielesammlung. Da hat einer alles angeboten. Er wollte all seinen Kram loswerden. Das hatte ich ihm dann mal alles abgekauft. Ist auch jetzt schon gute über 2 Jahre her. Und das hatte ich dann, das unter anderem hatte ich dann hier einfach stehen, ne? Hier im Regal auch hinter mir teilweise. Und hab's zum größten Teil auch nie angerührt, ne? Ja, bin ich auch ganz froh drüber, das dann jetzt halt noch so zu haben, ne? Sehr geil. Und ich habe dann auch damals nur so, vor 2 Jahren halt nur so einen Bruchteil von dem Ganzen bezahlt, was das jetzt wert ist, sag ich mal so. Gut, wert heißt ja nicht, dass man das Geld dann auch dafür kriegt, ne? Aber, ja. Es hat halt so einen gewissen Wert erstmal, ne? Machen wir weiter. Und zwar Disney Mickey Epic 2, die Macht der 2. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich den ersten Teil auch hier gehabt habe. Aber ich habe eben nochmal durchgeguckt und nee, habe gar nicht den ersten Teil da. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Nicht den ersten und auch nicht den zweiten. Der zweite soll ja noch nicht mehr ganz so gut sein. Der erste noch ganz gut, so wie ich es gehört habe. Aber da möchte ich mir auch lieber meine eigene Meinung bilden. Ja, stimmt, ganz witzig, kann man sich bestimmt mal angucken. Also hier fehlt jetzt die Anleitung, ne? Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. So, machen wir weiter. Harry Potter und der Halbblutprinz war auch mal im Bundle dabei. Ich glaube, sonst hätte ich mir das nicht gekauft. Harry Potter Filme, ja, konnte man sich immer ganz gut angucken, ne? Aber ich sag mal, als Spiel muss ich das nicht haben, ehrlich gesagt. Ist auch damals auf der PlayStation 1 voll an mir vorbeigegangen. Gab es ja einige Fans, die das gerne gespielt haben. Aber irgendwie an mir ist es vorbeigegangen. Und ich habe es dann. Deswegen habe ich das auch nicht gespielt und muss das auch nicht. Ja. So, weiter geht's dann auch mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Ja. Auch schon recht teuer. Aber gut, Harry Potter ist halt immer recht teuer, ne? Da gibt es ja wirklich rare Titel, sag ich mal so. Ja. Naja, spielen muss ich das jetzt nicht. Ist halt nur so ein kleines, schönes Objekt für die Sammlung. So, dann haben wir hier Prince of Persia, die vergessene Zeit. Ja. Habe ich noch nicht gespielt. Würde mich aber interessieren, wie hier die Steuerung ist. Auf der Wii ist das ja immer so eine Sache, ne? Mit dieser ganzen Motion-Steuerung. Das ist dann immer so hakelig und umständlich. Also. Ja, das meidet dann man meistens dann eher. So, dann haben wir hier
Need for Speed Nitro, also Nitro, eher in so einem ja, Comic-Stil, sag ich mal so. So ein bisschen mehr, oder was kann man Comic-Stil sagen? Eher so ein bisschen bunterer Look einfach, ne? Sieht man auch noch mal hier auf den Screenshots. Ja. Auch alles hier wunderbarer Zustand, jawohl, kratzerfrei. Das ist doch ganz schön, ja. Ja. Dann auch was, auch schon Klassiker mittlerweile, Super Mario Galaxy. Ja, der erste Teil, den hatte ich mal angefangen, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt im Pickup-Video, mal angefangen, wofür, weiß ich nicht, 3-4 Stunden, aber dann auch nicht mehr weitergespielt, warum auch immer. Ja, das war so zu der Zeit, wo ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, noch zusammen war. Ja, dann natürlich auch der zweite Teil, Super Mario Galaxy 2. Den habe ich noch gar nicht angefasst, noch nie gespielt. Man macht man ja eigentlich auch nicht, wenn man den ersten noch nicht beendet hat. So zumindest meine, ja, so ist zumindest meine Art und Weise. Ich möchte natürlich erstmal den ersten durchspielen, bevor ich dann den zweiten Teil anfange. Sei es jetzt hier Mario Galaxy 2 oder auch andere Sachen, ne? Wo das zutreffen kann. So mache ich das halt, ne? Weil selbst wenn ich den ersten Teil nicht da hätte, würde ich mir ihn extra vorher bestellen. Und den erstmal spielen und dann irgendwie einen zweiten Teil anfangen. Also so ist das halt. Ja. Aber bestimmt auch Top-Spiel. Hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Dann auch was Schönes. Ich bin ja ein kleiner Crash Bandicoot-Fan. Und da darf das hier dann nicht fehlen. Ne? Crash, Herrscher der Mutanten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Teil gespielt habe. Auf der Xbox. Auf der Xbox Classic war das, meine ich. Ja. Da gibt es ja auch nochmal solche. Ja, solche Spiele, die halt nach Crash Bandicoot 3 und sowas kamen, diese ganzen Dinger hier. Ich bin mir nicht sicher, welche das waren für die Xbox Classic. Ob das auch der hier war oder nochmal ganz andere, müsste ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall hatte ich auf der Xbox Classic hatte ich auch 2-3 Stück gespielt. Genau, Crash Twinsanity hieß das eine und die anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich die auch alle gespielt. Müsste ich mal recherchieren, ob das auch mit war. Oder ob ich das hier noch gar nicht gespielt habe. Keine Ahnung. Müsste ich dann nochmal machen. Ne? Würde ich dann auf jeden Fall nochmal nachholen. Hier. Crash, Herrscher der Mutanten. Sehr cool. Also Might Over Mutant heißt es auch im Englischen. Ja. Komplett. Wunderbar. Dann haben wir da, ich lege das mal hier hin. So, dann haben wir da auch direkt das nächste, Crash of the Titans. Ich meine, das habe ich gespielt. Ich meine, das gibt es auch für Xbox, oder? Oder Xbox 360? Ach nee, wahrscheinlich Xbox 360. Na, die 360-Titel habe ich dann aber nicht gespielt. Ach, ich komme da ganz durcheinander. Da muss ich wirklich nochmal recherchieren, nochmal, wahrscheinlich auch nochmal einiges nachholen, ne? Ja, Crash of the Titans, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Möchte dann auf jeden Fall gerne nachholen. So als kleiner Crash Bandicoot-Fan. Ja. Verbinde ich auf jeden Fall was vieles auch aus meiner Kindheit mit. Auch mit der Familie dann im Frühjahr mal zusammen gespielt und so. Und ja, irgendwie cool. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch was Schönes. Sonic und Sega All-Stars Racing. Auch geil. Habe ich auch gespielt. Eine gute Zeit lang. Also. Bestimmt auch gute 20 Stunden darin versenkt. Hat Bock gemacht. Immer versucht, die besten Zeiten zu machen und so halt, die Medaillen und sowas abzusahen. Halt, sich versucht, da hochzuarbeiten. Genau. Alle Charakter freizuschalten, etc., was man da halt alles machen konnte, ne? Ja. Funracer geht sowieso immer, meiner Meinung nach. Sei es jetzt hier mit Sonic oder Mario oder ja, Crash Bandicoot eben auch. Auch sehr geil. Hier der Crash Team Racing. Ja. Dann haben wir hier Sonic Colors. Habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt, diesen Teil. Ich habe schon einige Sonic-Spiele gespielt, aber den hier noch nicht, meine ich. Ne, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja, auch komplett. Werde ich aber auch nochmal machen. Warum nicht, ne? Man hat's ja da.
irgendwann, wenn man mal die Zeit dazu hat und denkt, jawohl, man geht so durch sein Regal und denkt sich, jawohl, genau das möchte ich jetzt spielen. Na, dann wird es irgendwann mal so weit sein. Ja, dann haben wir auch was absolut Geiles. Das habe ich schon öfter angefangen, das Spiel. Also ich habe es mal mit verschiedenen Personen angefangen. Also ich zeige immer, was es ist. Rayman Origins. Ja, geiles Game, hundertprozentig. Ich habe es immer mal mit verschiedenen Personen angefangen. Mit meiner Schwester, mit meiner Ex-Freundin damals, dann da, mit einem Kumpel. Immer angefangen, das Spiel. Also hat man es mal so einen Abend gespielt, so ein paar Stündchen. Ja, und dann eigentlich auch nie mehr weiter, ne? Deswegen hatte ich von den... kenne ich eigentlich immer nur so den Anfang des Spiels. Aber habe es dann auch nie weiter gespielt. Eigentlich schade. Müsste man nochmal machen. Aber zu zweit fetzt es halt noch mehr, ne? Als wenn man es alleine spielt, sage ich mal so. Ja, schon geil. Auch mit der Musik und so. Ist ja im nachfolgenden Teil ja noch geiler, glaube ich, mit der Musik, ne? Rayman Legends hieß es ja, glaube ich, ne? Der zweite Teil. Ja, der ist ja, glaube ich, noch besser. Ja, aber wirklich geile Games, ja. Vorher hatte ich gar nicht so viel Berührung mit Rayman, also sei es von der PlayStation 1 oder so, habe ich eigentlich nie so wirklich was von gespielt. Aber hier, als ich das dann mal gezockt habe, geil. Wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. So, dann haben wir ja auch was Schönes. Deblob. Ja, hier musst du irgendwie so die Städte einfärben mit deinem, ja, rette die Welt mit Farbe. Ist halt alles düst und trist in Grau gehalten und du musst dann halt ja, die Städte wieder einfärben, ne? Mit Farbe füllen, ja. Habe ich bisher nicht gespielt, habe mich früher immer interessiert, als das Spiel neu rauskam. Fand ich immer cool und witzige Idee. Habe es bis heute aber nie gespielt, ja. So ist das manchmal, ne? Aber interessiert mich eigentlich immer noch. Werde ich bestimmt nochmal reinwerfen, auf jeden Fall. Dann haben wir auch was Geiles. Wario Land. The Shake Dimension, ja. Davon sprach ich doch die Tage in meinem GameCube-Sammelvideo, meine ich. Davon habe ich doch gesprochen. Von Wario Land The Shake Dimension. Ja, geil. Hier gibt es doch diese ganz verrückten Minispielchen und so, oder? Ist das das? Auf jeden Fall sieht es auch echt cool aus. Hier ein 2D Jump'n'Run, also Side-Scrolling, ne? Wie man es halt kennt. Sehr geil. Ja, auch komplett wunderbarer Zustand. Geil. Dann haben wir hier natürlich, gehört auch dazu, in jede Wii-Sammlung, Donkey Kong Country Returns. Hatte ich mal mit meinem Vater zusammen angefangen. So ein paar Stündchen. Was haben wir gespielt? 2 Stunden maximal. Ja, wollten wir immer mal weiterspielen, sind wir aber nie mehr zu gekommen. Schade eigentlich. Ja. Dann haben wir hier Zack und Ricky, der Schatz von Barbados. Barbaros heißt es, genau. Barbados gibt es auch, oder? Sehr cool. Noch nie gespielt. Sieht interessant aus. Aber hier ist wohl auch viel mit Motion-Steuerung. Ne? Hier steht zum Beispiel, mit der Wii-Fernbedienung kannst du Objekte umwandeln. Und musst dann so schütteln oder so. Ja, ja gut, das ist halt Wii, ne? So ist das nun mal. Ja, auch hier komplett. Ist wohl auch aus dem Verleih, die Disc. Schau mal, wie sie aussieht. Ja, absoluter Top-Zustand. Geil. Wurde wohl nicht so oft ausgeliehen. Dann hier etwas Interessantes, gibt es ja absolut viele Fans von, soll ja ein Top-Spiel sein. Gibt es, glaube ich, auch einen zweiten Teil, oder bin ich mir jetzt nicht sicher? Ich glaube, gibt es auch einen zweiten Teil von. Und zwar Mad World. Ja, hier dieses Schwarz-Weiß-Spiel, wo aber ja, das ganze Blut halt in Rot gehalten ist. Schon wild, ne? Ist doch, glaube ich, sogar indiziert bei uns, oder? Darf ich das überhaupt zeigen? Ich weiß es nicht. Ich, ich mache es jetzt einfach. Ja. Ich habe es auf jeden Fall da. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da angekommen bin. Ich glaube auch durch irgendeinen Bundle-Kauf. Ja. So, dann hier Alone in the Dark. Ja, ersten Film fand ich ganz cool, soweit ich mich noch daran erinnern kann. Ist schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Zweiten dann nicht mehr so gut. Und von den Spielen habe ich noch nie gespielt. Sei es jetzt PlayStation 1 oder das hier, noch nie irgendwas davon gespielt. Weiß ich nicht, ob das was für mich ist.
keine Ahnung. Aber es ist komplett. Und kriegt man, glaube ich, auch für 1-2 Euro dieses Spiel hier. Meine ich zumindest. Dann hier etwas. Ja, Cursed Mountain. Ja. Sieht da erstmal auch ganz spannend aus. Habe ich auch noch nicht gespielt. Eher wahrscheinlich so ein bisschen düsterer und ja, gruseliger. Aber was für eine Art Spiel das ist, weiß ich gar nicht so genau. Nee, kann ich echt nicht sagen. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Natürlich auch zu den anderen Spielen hier. Fühlt euch frei wie immer. Ach, haben wir es schon durch hier? Sind wir schon beim letzten Spiel jetzt? Und zwar, ja, das Spiel, was eigentlich, wie soll man sagen? Ich finde, dieses Spiel macht eigentlich die Wii aus, sage ich mal so. Als ich das, meine erste Berührung mit der Wii war bei damals bei meiner ersten Freundin, der kleine Bruder hat eine Wii zu Weihnachten bekommen und dieses Spiel war dabei. Dann haben wir das da von meiner Ex-Freundin, der Familie, haben wir das dann gespielt, zu viert. Ja, und das war so meine allererste Berührung mit einer Wii. Und seitdem steht dieses Spiel auch eigentlich für die Wii, für mich. Und zwar rede ich von New Super Mario Bros. Wii. Ja, genau dieses Spiel ist präsentiert für mich einfach die Wii, finde ich. Die Wii-Konsole. Weiß nicht, wie ist das bei euch? Welches Wii-Spiel steht bei euch einfach für die Wii? Ja, an welches Spiel müsst ihr da als allererstes denken? Gut, viele werden wahrscheinlich auch sagen Wii Sports, ne? Könnte ich auch verstehen. So als Launch-Titel war ja auch mit dabei, ne? Aber für mich ist es eher dieses hier. Ja, ja, auch Top-Spiel. Top-Zustand. Leider fehlt es hier die Hauptanleitung. Aber ist nicht so schlimm. Trotzdem Top-Zustand. Ja, hier in dieser roten Hülle. Auch cool eigentlich. Ja, das waren die Spiele tatsächlich. Ja. Fehlen noch einige coole Titel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was mir noch fehlt hier in der Sammlung. Absolute Muss-Titel. Schreibt es mir gerne. Dann gucke ich mal, ob ich mir das besorgen kann. Genau. Ja, schreibt es mir gerne. Ja, genau. Ich würde sagen, ja, das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr von meinen weiteren Videos verpassen möchtet. Und ja, ihr unterstützt mich dann auch damit. Und zeigt mir, dass ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns hier nächsten Sonntag auf meinem Kanal. Haut rein, bis dann und ciao.